Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. The Binding of Isaac Afterbirth. Wir machen einen Run mit Eve. Bekommen den Magnet. Das ist ganz geil. Na, da könnten wir uns mal Schaden zufügen. Zack. Um Hure zu werden. Mehr Damage. Und mehr Speed. Ist ganz cool. Ja, ich glaube, die Fire Mind, die Feuertränen haben mich im letzten Run übel zerstört. Da würde ich gerne ran, aber eine Bombe haben wir. Aber die Bombe setze ich dann lieber hierfür ein. Geh weg, Herzchen. Geh weg. Geh weg. Ich will dich nicht. So, okay. Ja, der Item Snatcher ist halt ein Magnet, der unsere Items oder der Items anzieht. Müssen wir halt aufpassen, dass wir kein rotes Herzchen bekommen. Dadurch. So wie da gerade. Oh, das Herzchen da. Mann, das ist gerade ein bisschen anstrengend. Danke. Okay, nice. Was haben wir hier? Strength. Das ist sehr gut. Strength ist schön. Setzen wir aber nicht hier ein. Setzen wir lieber einen Devil Deal ein, falls wir nicht genug Herzchen haben. Ich wollte gerade sagen, macht der auch mal was? Aber irgendwie wollte er gerade nichts machen, hatte ich das Gefühl. Zack. Komm schon. Okay, wir haben ihn. Jetzt ist nur noch sein Kopf übrig und der ist halt echt easy. Der ist halt echt easy. Ein Cube of Meat. Sehr geil. Cube of Meat ist schön. Ich mag Cube of Meat. Ein Nahkampf-Item. Und ein Item, was uns den Arsch retten kann. An die Steintruder würde ich auch gern kommen. Haben wir da oben einen Stein oder so? Nee. Das heißt, wir müssten uns mal eine Bombe irgendwo herholen. Am besten droppt hier in dem Raum gleich einmal Doppelbomb. Wäre ganz schön. Na okay, oder eine Münze. Mann. Das Gute ist, die Items werden halt auch über die Wände angezogen. Das ist sehr, sehr geil. Okay, den haben wir im Nahkampf besiegt. Sehr geil. So, diesen grünen da will ich nicht unbedingt im Nahkampf besiegen. Weil, weiß ich nicht. Superformen sind halt anstrengend. Vor allem, wenn ich dann getroffen werde. Oh Gott. Bin ich tot. Das machen wir. Nein, das machen wir nicht. Scheiße. Scheiße. Okay, wir haben kein Damage mehr. Ich glaube, am Opferungsraum geht unsere Chance auf den Deal verloren. Deswegen, scheiße. Das war dumm. Das war sehr dumm. Das war sehr, sehr dumm. Jetzt haben wir weniger Damage. Aber ich denke, wir würden das, dürften das eigentlich trotzdem packen. Danke. Was ist hier? No, one makes me smaller. Das ist schön. Das will ich nicht haben. Das nehme ich schon eher. Haben wir ein Leben. Was uns, ja, wenn wir sterben, kommen wir als Blue Baby wieder. Ist eigentlich ganz geil. Ich weiß gar nicht, schalten wir so Blue Baby frei? Ich weiß es echt nicht. Ich wollte noch mal nachgucken, wie wir Blue Baby freischalten, ne? Stimmt, habe ich immer noch nicht getan. Wir haben keinen Schlüssel, um in den Shop zu gehen. Schön. Läuft ja alles nach Plan hier gerade, ne? Also, ist ja, wow, bin begeistert. So, einmal so, zack, und im Nahkampf besiegen. Schön. Die Batterie. Wieso wird die Batterie nicht angezogen? Okay. Ein bisschen im Nahkampf. Okay, schön. Zack, zack. Sehr geil. Eine Münze. Och Mann, ey. So, irgendein Gegner, den wir im Nahkampf... Okay, können wir nicht... nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das mache ich ungern im Nahkampf. Aber egal, wir machen es trotzdem ein bisschen. Besiegen wir erstmal diese Fliegen hier. Oh Gott. Okay, ein bisschen Nahkampf, genau. Beim Vorbeilaufen. Wuhu! Das war knapp. Fliege, danke. Oh, endlich weg. Okay, komm her. Okay. Okay. Okay, wir haben's. Oh, huha. Eine Box mit Star. Eine Patrouillebombe. Was ist das? Ich will sie nicht einsetzen, nicht, dass es wieder eine Telepille ist. Das sind schöne Items. Guppy und The Mark gibt uns ein blaues Herzchen, glaube ich. Genau. Sehr schön. Hier hängt Man. Wir haben keine Bombe. Wir hätten Schlüssel.
Ich setze die Pille mal ein. Pretty Fly, okay. Er hat einen Schlüssel, um in den Geheimraum. Ah, genau, wir gucken. Um in den Shop zu gucken. Aber nee, obwohl da dürfte ein Schlüssel drin sein. Bestimmt. Bestimmt ist da ein Schlüssel drin. Ich hoffe es. Nein, es ist nicht. Wow, ich bin begeistert. Scheiße. Nicht mal eine Bombe ist hier drin. Oh, kacke. Das ist gerade bad. Das ist gerade sehr bad. Okay, ich hoffe, wir kriegen auf der nächsten Ebene... wieso nehme ich eine Hangman-Karte mit? Ich hätte es Ranks mitnehmen sollen. Scheiße. Aber egal, das werden wir hier schon überleben irgendwie. Können wir nicht aufmachen, okay. Können wir auch nicht aufmachen. Oh Mann, mir fehlt mein Trinket. Aus dem letzten Run. Es fehlt mir so sehr. Okay, nice. Aber dafür haben wir ganz gutes Damage durch The Mark und Hureneffekt. Okay, komm, nice. Zack. Ja, der Regenbogen-Kackhaufen heilt uns, wenn wir halt rote Herzchen hätten. Heilt uns komplett. Aber wir haben keine roten Herzen. So, was haben wir hier? Ein Schlüssel. Schön, das ist sehr geil. Schon mal für den Itemraum. Okay, haben wir. Okay, haben wir auch. Dann besiegen wir erstmal den hier. Den da oben, der die ganze Zeit diese Kackbücher spawnt. Okay. Was haben wir hier? Schlüssel? Nein, eine Bombe. Auch nicht schlecht. Ist okay. Bombe ist super. Das war dumm. Warum renne ich dagegen? Ich wollte eigentlich in den Nahkampf gehen, aber ich habe nicht erwartet, dass er auf einmal die Kurve dreht. Okay. 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 Wir haben ein halbes blaues Herzchen, Leute. Wir kommen als Blue Baby wieder, ja. Aber wir haben halt dann das Problem, dass wir keine roten Herzchen haben können. Gut, unser Dead Bird regelt. Das ist aber auch ein Kackraum, um Larry zu bekämpfen, Alter. Blaues Herzchen, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da oben ist der Shop. Wir hoffen. Eine Bombe und ein blaues Herzchen, das ist sehr schön. Nehmen wir gerne beides mit. So. War mir gerade wichtiger als der Itemraum, muss ich sagen. Und wir bekommen bestimmt noch einen Schlüssel gedroppt. Irgendwo. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Zack, okay, sehr gut. Was hätten wir? Jetzt noch diese Kackhäufchen. Wir haben halt echt einen scheiß Fire Rate, Alter. Bräuchten irgendwie ein bisschen Tiers ab. Hallo, Münze. Können wir uns vielleicht in den Zacki-Zacki-Raum reinsprengen? Schade. Das wäre cool. Wir könnten auch einen Hangman einsetzen und dann... uns nur ein halbes Herzchen Schaden nehmen lassen, aber mein halbes Herzchen ist mir echt relativ wichtig. Mit relativ meine ich eigentlich sehr wichtig. Schlüssel, sehr schön. Seht ihr, ich hab's doch gesagt. Wir bekommen einen Schlüssel. Wir bekommen einen Schlüssel. Oh, ich hasse diese Gegner hier. Die sind so nervig, so anstrengend. Oh Gott. Sehr schön, das war gut. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Zack. Ich bekämpfe mir so. Zack. Sehr gut. Geld. Ich will erst den Itemraum finden, bevor wir den Boss machen. Eigentlich. Sehr, sehr gerne. Sehr schön. So, hier. Oh Gott. Das war gut. Oh, schöne Kettenreaktion. Schlüssel. Wir können die... One makes it small. Schön. Wir können die Dings öffnen. Die Kisten. Sehr gut. Haben wir den... Da hinten, ja, der ist wahrscheinlich da. Ah, okay. Oh, ich habe gerade gedacht, der ist da unten irgendwo. Aber sehr gut, ist hier. Er ist hier, der Itemraum. Sehr, sehr gut. Besiegen wir erstmal die Fledermaus hier. Am besten eigentlich ohne Schaden zu nehmen, aber okay. Natürlich nehmen wir Schaden, denn ich bin dumm. Zack. Das ist ein schönes Item eigentlich. Das nehme ich gerne mit. Ich war eigentlich nie der Fan davon, aber es gibt Tiers ab. Ein bisschen. Und man, es ist eigentlich echt, es ist cool so zu steuern, die Tränen. Hatten wir im Shop, wir hatten im Shop eigentlich ein cooles Item, ne? Da gehen wir gleich hin, nach dem Boss. Chubby. Man kann halt übel gut die Tränen steuern und man hat halt die übelste Range. Die Range ist halt einfach komplett durch den ganzen Raum, weil der Laser halt so lang ist. Oh nein. Da wollte ich eigentlich gerade in Nahkampf gehen, aber ich war zu dumm, um irgendwie gut in Nahkampf zu gehen. Aber okay, alles klar.
Blaues Herzchen, Range und Luck up. Sehr schön. Alles gut. Wir gehen die beiden Kisten öffnen. Ich würde echt übel gerne in den Zacki-Zacki-Raum reingehen, aber es wäre halt echt irgendwie zu gefährlich. So, hier. Bomben. Ja, ist okay. Noch mehr Bomben. Wow. Bomben. Es wird schon wieder ein bombiger Run, Alter. Oh, der war schlecht, ich weiß. Ich weiß. So, 7 Damage. Tierrate von 8. Ist okay. Ist ganz okay. Läuft recht okay. Wir haben ein Guppy-Item. 2 wäre halt besser. Einen Schlüssel haben wir schon wieder bekommen. Schön. So, könnte hier der Geheimraum sein? Ja. Geld. Wir gehen nochmal in den Shop. Denn da war ein Item, glaube ich, was ich haben wollte. Oder was ich gerne haben wollen würde. Glaube ich. Wenn das nicht im letzten Shop war. Oder im letzten Run. Ich weiß es nicht genau. Okay, ich kenne das Item nicht. Doch, das gibt dir mehr Karten, glaube ich, oder? Nee. See the Future. Ich weiß nicht, was See the Future bedeutet. Muss ich ja... Okay, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, gut, dann... Nächste Ebene. Ich glaube, den Boss Rush erreichen wir nicht. Obwohl, wir sind in Blood Caves 1. Oh Gott. 10 Minuten für 3 Ebenen. Wir sollten... Ja, wenn wir gute Items jetzt bekommen... Mit Shrimp Damage... Dann könnte das was werden eigentlich. Und dann eine schöne Fire Rate oder so. Oder irgendwas Gutes OP ist. So Laser. Laser wäre geil. Laser wäre echt schön. Ich hätte gerade Bock auf Laser. Oh Gott. Oh Gott, das war dumm. Ich bin nicht ausgewichen. Wow, ich bin super. Okay, nice. Haben wir. Nice, da ist ein blaues Herzchen. Sehr schön. Okay. Wir brauchen mehr blaue Herzchen, falls wir gleich einen Devil Deal bekommen sollten. Wir setzen hier Hangman ein, um die Steinkiste zu bekommen. Mit einer Trollbombe, wow. Und diese Steinkiste zu bekommen. 2 Steinkisten, wow. Mit einem Schlüssel, sehr gut. Ist okay. Nehmen wir mit. Daddy's Love, Daddy Long Legs ist ein cooles Item. Und das nehmen wir auch mit. Scheiße, das war dumm. Ich spreng mal ein bisschen was raus. Danke. Zack. Mega. Ja, boom. Mega. Das setzen wir... Das können wir einmal einsetzen, dieses Item. Und... Es macht erstens übelsten Damage. Und zweitens kann es uns den Weg zum Boss Rush öffnen. Und auch zu Hush und etc. Das heißt, wir können den Boss Rush bekommen. Es öffnet alles, glaube ich. Es macht alles kaputt in dem Raum. Alle Steine etc. Es macht übelsten Damage. Es öffnet die Türen. Und es öffnet auch den Boss Rush. Etc. Ist auf jeden Fall recht nett. So, wir müssen jetzt noch den Boss finden. Genau. Gut. Alles andere hatten wir. Daran spielen wir eigentlich an nichts. Nee, wir sprengen hier einfach mal alles. Das sprengen. Und das beides. Eigentlich will ich beides sprengen hier. Oh, wieso treffe ich den denn nicht? Sprengen. Gut. Setzen wir mal ein. Infested, okay. Oh Gott. Oh! In dem Moment schießt er Tränen, aber unser Cube of Meat hat uns gerettet. Sehr gut. Blau, oh, rote Herzchen, die ganze Zeit, ey. Wuhu! Da hat uns die Pretty Fly gerettet, Alter. Sehr gut, 2 Orbitals zu haben. Mit 3 bist du fast unmöglich. Es ist fast unmöglich, dich zu treffen, weil du 3 Orbitals um dich herum hast. Die dich saven, das ist echt, echt geil. So, hier müssen wir gleich hoffen, dass wir Cube of Meat hier ready haben, genau. Sehr geil. Schönes Damage, schönes Damage. Hinter ihm ist noch so ein komisches Kackding. Genau da. Hier haben wir. Und da ist noch einer, wow. Tears up. Sehr geil. Und ein Devil Deal mit Gary. Ich würde es halt echt gern mitnehmen. Was haben wir hier? Tour of Hearts. Wow. Wir nehmen es mit. Wir können fliegen. Unserem Spectral Tears. Soweit ich weiß. Oder ist es das Item? Eigentlich ist es das Item, oder? Ich guck gleich mal. Oh, wow. Gut, dass wir fliegen können. Können wir durchschießen? Nein, können wir nicht. Was haben wir denn? Hä?
Gibt's nicht Spectral Tears? Boah. Wir haben ein halbes blaues Herz hin, Leute. Oh, okay. Unendlich Schlüssel, das heißt, wir öffnen jetzt jede Truhe, jedes Dings kostenlos. Das ist sehr geil. Okay. Okay. Und nice. Alles besiegt. Summon Bombs. Nee. Wir nehmen es einmal auf, damit es aus dem Itembuch verschwindet. Genau. Aber wir nehmen Mama Mega mit. Oh Gott. Ich kann ja fliegen, stimmt. Ich kann ja fliegen. Was ist hier drin? Oh, unsere Rettung. Unsere Rettung. Das ist auch ganz geil, das Item. Bookworm, cool. Telepathie von Dummies, es gibt uns halt für den Raum, in dem wir es einsetzen, den Homing-Effekt. Ist aber unnötig mit diesen Trien hier. Wirklich unnötig mit diesen Trien. Mit diesen Trien. Wir haben doch den, ach, wir haben doch Spectral Tears, aber nur nicht durch solche Steine, wie es aussieht, okay. Öffnen. Das. Nehmen wir ihn lieber mit als Dings. Als Torparts, das öffnen wir. Ich habe irgendwie was Cooleres erwartet, aber okay. Zwei Pillen. Ja. Vielleicht sind es ja Balls of Steel Pillen. Oder eine Pille davon. Töten, töten. 24. Oh, da ist noch eine Hand, okay. Oh Gott. Okay. 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 Wir gehen mal mit dem Buch gleich. Ja, doch, wir gehen jetzt mit dem Buch. Was wir hinten hatten. Wir können den Boss Rush öffnen. Wir sind bei Necropolis 1, ja. Mit dem Buch bitte einmal. Wir können sie jetzt komplett mitnehmen. Erstmal. Okay, wir haben. Zack. Okay, nichts Gutes. Wow. Ich wollte in diesen Zacki-Zacki-Raum reingehen. Wir nehmen das Buch jetzt erstmal mit, bis wir diese Ebene fertig haben. Danach holen wir nochmal die Bombe wieder zurück. Oder wieder. Ja, nehmen wir die Bombe wieder mit und dann ist gut. Damit wir jetzt erstmal blaue Herzchen bekommen. Wir bekommen auf dieser Ebene jetzt also auch hundertprozentig, glaube ich, einen Reiter. Das macht das Buch auch. Strengths nehmen wir mit, ja. Können wir im Devil Deer Strengths einsetzen und etwas mit roten Herzen mitnehmen. Sehr gut. Wir sollten demnächst echt mal auf Angel Deals gehen. Na, die setzen wir noch nicht ein, die Batterie. Oh Gott, das war dumm. Okay. Der explodiert, glaube ich, in Tränen. Ne, gibt einen Spinnen. Fliegen, okay. Was haben wir hier? Nichts Gutes. Oh Gott. Blaues Herzchen, sehr geil. Zack. Und ich will die Doppeldrop, das Doppeldrop-Item da vorne haben. Das hier. Das heißt, wir sprengen nochmal ein wenig Geld raus. Perfekt. Sehr gut. Das Item ist halt übel praktisch. Übel praktisch. Wir bekommen zwei Sachen immer gedroppt. Das heißt, doppelt Geld, doppelt Schlüssel, alles doppelt. Und das ist geil. Okay. Karten nicht doppelt, okay. Gut, aber naja. Öffnen. Bomben, schön. Seht ihr? Doppelbomben. Aus allem bekommen wir doppelte Sachen jetzt raus. Was ist das? Superball. Boing. Ah, manche. Ah, cool. Manche Tränen haben jetzt den Bouncy Tears Effekt. Sehr cool. So, den Raum hier noch clearen. Genau. So, jetzt Buch einsetzen. Dann jetzt Batterie holen. Buch einsetzen. Da ist der Geheimraum schon mal nicht. Hier könnte der Geheimraum sein. So, hier der ist. Auch nicht, okay. Wo ist der Geheimraum? Ich weiß es nicht, aber wir haben gut Leben, Leute. Wir haben echt gut Leben. Hier könnte der Geheimraum sein. Nein, okay. Da könnte der Geheimraum doch nicht sein. Ha. Kann der überhaupt an so einem Bücherraum sein oder an so einem Special-Raum? Ich weiß es nicht. Dann ist er hier, glaube ich. Ja. Sehr gut. Bomben. Schöne Sache. Bomben sind schön. Bomben sind super. Und der super Geheimraum ist, denke ich mal, hier. Ja. Ein weißes Herzchen nehmen wir mit. Ein rotes Herzchen haben ist immer ganz gut. Für den Devil Deal halt. Oder allgemein für die Deals. Ja, wir haben einen Reiter hundertprozentig, natürlich. Durch das Buch. Sehr schön.
Bisschen Nahkampf, nice. Noch ein Cube of Meat. Schön. Und weiter geht's. In die nächste Ebene. Huh. Eieieiei. So, das machen wir. Die Zecke. Die Zecke macht, dass wir, dass Bosse weniger Leben haben. Allerdings bekommen wir die Zecke auch nicht mehr los. Das heißt, das Trinket können wir dann nicht mehr wechseln. Außer mit, ich glaube, ein Item. Ein Trinket. Lässt es uns doch wechseln. Und zwar ist es, glaube ich, das Streichholz. Irgendwie das Streichholz lässt die Zecke dann doch wieder weggehen. Irgendwie so war das, glaube ich. Komm, nice, haben wir. Monstro 2. Und eine goldene Kiste. Hm, das Item ist gar nicht mal so bad. Zack. Herzchen aufsammeln, nochmal. Zack. Sehr gut. Bisschen Geld bekommen. Geld ist immer schön. Ich glaube, die geben uns ein blaues Herzchen. Wenn wir sie besiegt haben. Ja, machen sie. Schön. Hier springen wir auch mal. Wir haben zwar noch zwei Bomben, aber egal. Kein rotes, kein schwarzes Herzchen. Schade. Und leider auch keine Karte oder so. Okay. Öffnen. Die Maske, schön. Die Maske schützt uns manchmal vor Tränen. Wenn sie direkt auf unser Gesicht zufliegen. Ist ganz praktisch, kann auch echt den Arsch retten. Und Bomben. Schön. Oh, dieses Double-Drop-Item ist halt echt übel gut. Ich mag es. Ich mag es sehr. Sehr viel Geld. Schön. Jetzt hier noch weiter? Nein, okay. Wow. Zack. Nochmal zwei Bomben. Oh, schön. Ich denke nicht, dass es da oben zum zum Goldraum oder so geht. Also zum Itemraum. Schätze jetzt echt nicht. Zack. Aber wir haben ganz gutes... Ja, wir haben 7er Damage und ein Tears Rate von 6. Das ist okay. Auf jeden Fall. Zack. Nee. Nice. Wir haben genug Schlüssel, genug Bomben, genug Geld. Alles gut eigentlich. Ja, komm, ich nehme mit. Bump Rand. Der sammelt unser Geld oder Geld auf. Alter, da oben geht's zum Boss. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Er sammelt Geld auf. Nimmer, genau. Und droppt uns manchmal Items. Es gibt ja, übrigens, ja, es gibt die Super Bump Transformation. Wenn wir den Bump Rand, Dark Bump und den Key Bump haben. Der sammelt Schlüssel. Dark Bump, wisst ihr ja. Blaue Herzchen, rote Herzchen sammeln und so. Dann fusionieren die sich zu einem einzigen Bump, zu Super Bump. Und dann machen sie, oder können sie alles gleichzeitig machen. Beziehungsweise, oh nein, Tears Down. One makes you small. Schön. Oh Mann, sind wir klein. Guck mal, wie süß wir hier sind. Guck mal, wie süß wir sind. Sind wir nicht niedlich? Komm schon, danke. Und dich auch noch. Nice. Das... Oh, blaue Herzchen und Schlüssel, schön. Schön, schön. Also blaue Herzchen bekommen wir auch keinen Double Drop. Leider. Gilt halt nur für Bombenschlüssel und... rote Herzchen. Leider. Oh Gott, ich habe nicht erwartet, dass die wieder zurückfliegen. Scheiße. Darauf habe ich gerade gar nicht geachtet. So, den Itemraum hatten wir. Da war dann... Okay, wir brauchen noch den Shop, genau. Schön. Mit unserem Geld will ich den Shop gerne auschecken. Zack. Oh, die Karte. Ja, Karte nehmen wir mit. Sehr gut. Was haben wir hier? Tour of Clubs. Mehr Bomben. Ah, dieses Item, was wir vorhin aufgehoben haben im Shop. See the Future, also da, wo wir noch eine Karte bekommen haben. Das macht, dass Karten doppelt eingesetzt werden. Cool. Das heißt, wir bekommen bei Strengths auch ein doppeltes Damage ab und zwei Herzen. Schätze ich jetzt mal. Wenn es doppelt eingesetzt wird. Oh, ist ja übel OP mit Blank Heart und Tour of Diamonds dann zusammen und dem, der Batterie, der Car Battery. Die macht nämlich auch, dass man das Space Item zweimal einsetzt und die Blank Heart kopiert, oh Gott. Kopiert die Karte, die wir tragen. Ist eigentlich ganz geil. Wow, ich krieg zu viel Damage. Weil ich zu viel in Nahkampf gerade gehen will. Okay, komm. Oh Gott, nochmal. Mams Fuß, okay. Okay, nice. Range up. Nehmen wir gerne mit. Wir haben ja gar nichts anderes, um das... Okay. Oh, schön. Oh, schön. Kriegen wir jetzt... Ja, wir kriegen zwei Herzen.
Oh, wie cool ist das denn? The Pack nehmen wir mit und das Item nehmen wir mit. Wir haben Leviathan-Verwandlung bekommen. Schöne Sache. Wir öffnen den Boss Rush. Ach, das zählt über die ganze Ebene. Was? Das zählt? Oh Gott, kacke. Okay, wir nehmen das hier mit. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, scheiße. Ah, wir haben den Effekt, dass wir manchmal Monstrous Lunge schießen. Das ist cool. Denke ich. Ja doch, ich denke, das ist cool. Boah, ist das schön. Oh, okay, das macht... Okay, das macht der Stift also. Okay, wir besiegen erst ihn hier. Weil er hier pisst am meisten an. Okay, und jetzt den Engel. Oh Gott. Okay, das ist ein schönes... Oh, schönes Item. Also den Bleistift, Leute, kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Ich wusste nicht, dass das Truhe öffnen dazu zählt. Zum Boss Rush starten, aber okay. Ist ganz... Ja, gut, macht eigentlich Sinn. Oh, ich bin gespawnt, scheiße. Okay, nein. Oh Mann, wir haben schon wieder einen Reiter. So viele Reiter. Wo ist er? Da oben ist er. Nice. Ja, komm. Ja doch, den Boss Rush dürften wir eigentlich packen. Wenn ich jetzt nicht zu oft getroffen werde, aber ich schätze nicht. Oh Gott. Hi, du. Na? Hey. Okay, er schießt. Okay, hat nur seinen Schwanz oben. Nice. Wow, machen wir Damage mit diesem Monstrous Lunge. Alter. Mit diesem Monstrous Lunge Effekt. Ist das übel. Wir haben 7,5 Damage. Oh, er schießt schräg, genau, okay. Hat er dem Engel gerade Schaden zugefügt? Oh, geil. Mach nochmal. Oh, schade. Ich habe gehofft, dass bevor wir ihn besiegen, dass er nochmal ein Monstrous Lunge. Nochmal. Oh. Schräg. Ja, yeah, nicht über Kreuz so. Dass er nochmal einen Brimstone macht. Das wäre cool. Um den Engel zu besiegen. Oh Gott, das war dumm. Oh Gott. Zu viel Nahkampf. Aber wir haben noch ganz gut Herzen. Ist okay. Ist okay. Alter. Okay, da ist Bloat, glaube ich. Nee, Monstro 2. Okay. Auch nett. Nein, er schießt. Oh Gott. Wuhu. Okay, komm. Haben wir ihn? Nein, haben wir noch nicht. Okay, komm. Oh, Monstro 2. So ein Tank. Das ist übel nervig. Och, und der Gegner ist auch übel nervig. Er teilt sich halt immer. So viel. Außer er ist vergiftet. Dann teilt er sich nicht. Aber das erstmal hinzubekommen, ist eine Kunst. Denn wir haben keine Gift. Tränen. Also können wir ihn noch nicht vergiften. Macht Sinn, ne? Okay, nice, er hat kein rotes Kackhäufchen gespawnt. Sehr gut. Mega Fatty. Komm schon. Oh, ich will erst Mega Fatty besiegen. Nice, schön. Hat das was mit unserem Luck zu tun, wie oft wir Monstrous Lunge schießen? Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Je höher unser Luck, desto öfter schießen wir Monstrous Lunge. Weiß ich nicht. Oder was mit unserer Fire Rate vielleicht? Je mehr Tränen wir geschossen haben, desto öfter schießen wir Monstrous Lunge. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es übel strong ist. Das auf jeden Fall. Komm schon, wo ist er? Da ist er. Nice. Geh runter von dem hohen Ross. Oh, komm. Komm schon. Nice. Ease Mascara. Mom's Knife. Oh, ich will Mom's Knife nicht mitnehmen. Aber damit ist der Run easy gewonnen. Oh, ich will's nicht mitnehmen. Nee, ich nehm's nicht mit. Mom's Knife ist halt übel OP. Das ist ein Messer, was übelstes Damage drückt. Ah, aber ich will's nicht mitnehmen. Unsere Tränen sind gerade so schön. Mit Monstrous Lunge. Der Boss ist unten. Der längste Weg führt uns immer zum Boss. In der Bomb-Ebene. Oh, nee, nee. Es tut mir leid an alle Mom's Knife-Fans. Aber ich... Nee. Unsere Tränen sind gerade so schön. Unsere Tränen sind gerade so schön. Magician ist ganz cool. Das ist jetzt nicht so ganz cool. Oh, lol. Schönes Damage. Ja, unsere Tränen sind halt... Oh, mit dem Monstrous Lunge, ey. Hätten wir jetzt Monstrous Lunge nicht, also den Monstrous Lunge Effekt nicht, dann hätte ich Mom's Knife auf jeden Fall mitgenommen, aber nicht mit dem Monstrous Lunge Effekt. Das ist super cool. Das ist super, super cool. Hey. Okay. Weißes Herzchen nehme ich mit, ja. Für den Devil Deal. Obwohl,
Wir bekommen auf der nächsten Ebene, wenn wir Devil Deal bekommen, dann ist ja nur die Luke nach unten, ne? Stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, egal. Zack. Schön. Oh. Schön viele Items. Hä? Ach so, lol, die. Lol. Das habe ich. Lol. Das habe ich gar nicht gesehen. So ein blauer Stein oder so irgendwo? Nee, ne? Nee. Manu. Okay, okay, okay. Da ist ein Unsichtbarer. Dich habe ich gesehen. Ha. Ich habe Unsichtbaren gesehen. Okay, die Emperor-Karte merken wir uns. Die nehmen wir gleich mit. Damit wir auf der Marm-Ebene instant zum Boss kommen. Hier würde ich Homing-Trainen einsetzen. Das ist ganz cool, obwohl es halt einfach unnötig ist. Mit unserem Space-Item. Obwohl, wir nehmen das VP-Upgrade gleich mit. Ja, machen wir. Machen wir. Zack. Blauer Stein noch irgendwo. Nein, rein. Okay. Und was haben wir hier? Ja, es wäre ein viel zu langer Weg. Kein Bock. Marms Herz. Yeah, hallo. Lol, dadurch, dass wir... Oh, kacke, wir hätten erst einen Raum betreten sollen, weil jetzt sind wir keine Hure. Wir sind keine Hure. Ja, es ist immer das Doofe, wenn man die Ebene betritt, dann wird der Hall of Babylon-Effekt noch nicht aktiviert. Ach nee, wir haben auch gar... Oh, scheiße, wir haben zu viele Herzchen. Scheiße. Okay. Das ist doof. Kein Devil Deal. Okay, jetzt klimmen wir die Ebene aber nochmal. Vielleicht finden wir noch Goathead oder so, oder eine Joker-Karte, um uns in den Devil Deal zu porten. Das wäre auf jeden Fall sehr geil. Was ist das? I wonder what that is. Ja. Ach genau, wenn wir Damage bekommen, spawnen wir irgendwann ein HP-Upgrade, glaube ich. Genau das macht das Item. Aber ich will lieber das, den Superboing, den Superball behalten. Okay, Tränen, Geld. Was? Tränen? Komm schon. Herzchen. Boah, komm schon. Danke. Okay. Den haben wir auch besiegt. Super Geheimraum. Cricket's Head. Schönes Damage. Schönes Damage ab. Kein super Geheimraum, Alter. Komm, ich will noch Goathead finden am besten. Oder eine Joker-Karte. Komm schon. Ich will nicht hier. Ich will hier noch weiter. Der Run ist gerade so schön. Wir haben gerade so schöne Items irgendwie. Hier gehen wir auch rein. Goathead! Ja! Huhu! Als ob, Alter. Als ob. Als ob. Wie geil. Dann müssen wir die Ebene auch nicht mehr clearen. Obwohl, vielleicht finden wir noch eine Cade Room mit einer Slot Machine. Damit wir noch ein rotes Herzchen entfernen können. Damit wir den Hall of Babylon Effekt bekommen. Super, Geheimraum? Nein, Alter. Komm schon. Irgendwo muss hier doch langsam mal der Geheimraum sein. Dich besiegen wir. Öffne dich. Danke. Ah, okay. Super. Hier schon der super Geheimraum. Consume three enemies. Ich habe keine Ahnung, was dieses... Oh Gott, ich muss Trinkets durchlesen, Leute. Ich muss mir Trinkets durchlesen. Es geht nicht anders. Ich muss es einfach irgendwann mal machen. Auch kein Geheimraum. Ey, komm schon. Irgendwo hier muss doch langsam mal der Geheimraum sein. Kann doch nicht wahr sein. Wahrscheinlich hier unter uns. In dem Raum da. Was haben wir hier? Oh Gott, noch mehr Gegner, okay. Also nochmal den Gegner, der schießt. Wenn wir auch schießen, so. Zack. Ja, endlich. Nein, ich hab die Trollbombe weggekickt. 48 Hours Energy. Meine Güte. So, Raum Shine irgendwo? Ich habe jetzt gerade keinen gesehen. Ich erhoffe mir gerade irgendwie noch einen Cade Room. Oder irgendwo eine random Slot Machine, also rote Blood Donation Machine, die einfach hier irgendwo random rumsteht halt. Passiert nämlich auch manchmal so ein Raum. Oder Hell's Down. Hell's Up, dein Ernst. Warum? Doch, Mensch. Ich wollte Hell's Down. Okay, da kommen wir nicht rein, weil wir entweder ein Herzchen zu viel oder eins zu wenig haben. Hm. Komm schon. Schade, dass das Hasch noch nicht, also dass wir Hasch noch nicht machen können. Weil, ja, schade. Halt.
Ist halt echt schade. Komm, nice. Was ist hier drin? Zack, zack. Ein Schlüsselbettler. Wheel of Fortune, komm schon. Nein! Aber dem geben wir ein paar Schlüssel, wir brauchen die eh nicht mehr. Nicht wirklich, nicht so viele. Alter, komm schon. Goldene Kiste. Steven! So, das reicht. Okay, zack. Wir haben echt gutes Damage, Alter. Wir haben echt gutes Damage. Hätten wir jetzt noch den Horror of Babylon-Effekt, wäre das halt übel gut. Aber leider haben wir ihn nicht. Weil ich so dumm war und ein Herzchen aufgesammelt habe. Also ein HP-Upgrade mitgenommen habe. Aber egal, wir bekommen gleich noch den Devil-Deal. Weil wir haben Goathead. Okay, wir kommen da nicht rein, weil wir zu viele Herzen haben. Mann, scheiße. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Satan. Machen Satan. Das ist doch mal ein netter Plan, oder nicht? Devil-Deal. Hi. Runter. Ich habe eine Nachricht bekommen. Okay, ich habe tausende Nachrichten. Crowbaby. Hypercake? Okay. Oh, Hypercake ist ein Item, was ich ungern mitnehme, weil ich mich dadurch immer selbst sprenge. Das ist unglaublich. Also ich spreng mich eigentlich mit vielen Bomben-Items. Oh Gott, das ist dumm. Selbst, also von daher. Bob's Rotten Head. The Parasite. 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 Paras. Was auch immer. Der Parasit. Der Parasit und gibt uns einen Splitshot. Das heißt, wenn eine Träne trifft, teilt sie sich nochmal auf. Genauso wie bei Crickets Buddy. Ja, ist ein gutes Item. Auf jeden Fall. Sehr geil, dass sie es freigeschalten haben. Nehme ich immer gerne mit. Tears Down, nee. Nee? Tears Down, nee? Nochmal, ey, cool. Hallo. Nehmen wir jetzt dich mit. Was ist das denn? Zweimal Bob's Rotten Head, okay. Alles klar. Aua. Öffne dich mir. Nice. Oh, da ist ja noch einer. Och, Mann. Ja. Hallo, hallo. Ganz viele Gegner, die instant sterben. Das Problem ist gerade, dass wir Curse of the Lost haben und ich habe keine Ahnung. Also ich habe es jetzt erst gemerkt und ich habe keine Ahnung, wie der Weg war. Also welchen Weg wir gelaufen sind. Aber das ist okay, denn wir sind beim Boss. Bei Satan. Den wir... Ich schätze... ganz locker packen könnten eigentlich. Mit diesen Brimstone-Tränen. Ja, mit diesen Monstrous-Lunge-Tränen. Die halt echt übel gut sind, Alter. Ich feier die übel. Okay, so. Und schon sind wir bei der dritten Form von Satan. Und wir haben ihn besiegt. Wow. Tears Down einsetzen und fertig ist der Run, Leute. Oh, schön. Schöne Sache. The Razor. Ja. Aber Eve hat den jetzt noch nicht, ne? Nee. Oh, wie schalten wir das denn frei? Ja, Eve hat eigentlich Razor Blade als Space Item. Später können wir es freischalten und das macht ein rotes Herzchen weg. Ein ganzes. Und dadurch kriegt Eve halt easy den Horror of Babylon-Effekt, ne? Wäre halt schon ganz geil, wenn wir das langsam mal freischalten würden. Gut, was machen wir denn als nächstes? Ich glaube, wir machen als nächstes mal einen Run mit Kane, glaube ich. Wir müssen bald echt mal Maggie freischalten. Und Samson! Stimmt! Wir müssen mal zwei Ebenen kein Damage kriegen. Mann, warum mache ich das eigentlich nie? Keine Ahnung. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!